zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Q&A. Mein erstes Q&A. Ich habe mir die Fragen alle aufgeschrieben. Auf meinem netten Smartphone. Ja, und zwar die erste Frage kam von Jonas7.07. Welche Position spielst du in deinem Verein? Ich bin Torwart. Mein Vorbild ist Manuel Neuer. Ich denke mal, der ist von fast jedem Torwart, Jugendtorwart, das Vorbild. Und ja, nächste Frage. Und zwar, wie kam es dazu, dass du mit YouTube angefangen hast? Es kam dazu, und zwar, kleine Story, vor 2 oder 3 Jahren war ich beim Yoda Juli zu Hause. Wir haben uns getroffen. Und der meinte so, yo, ich mache YouTube. Und ich so, was ist das? Ich hatte halt einfach keinen Plan. Also ich habe schon ab und zu YouTube geguckt, aber er meinte halt, er dreht die Videos selber und dann hatte ich halt keinen Plan, wie macht er das und so. Habe ich halt ab und zu mal mitgemacht und zugeschaut und so. Und dann hat er mir das, wir haben die ersten Videos zusammen gemacht und dann haben wir, da habe ich mir auch einen Kanal gemacht. Keine Ahnung wie der, ich glaube den habe ich gelöscht. Dann haben wir Minecraft PE gemacht und irgendwann, also Multiplayer halt, und irgendwann auch Clash of Clans, da waren wir in einem Clan und so. Und ja, war halt echt cool. Ja, nächste Frage. Wie lange spielst du Fußball? Ich glaube 7 Jahre, 7,5 oder so. Ungefähr 7 Jahre. Mit welchen 3 Wörtern würdest du dich beschreiben? Das ist eine echt komplizierte Frage. Ich würde sagen nett, hilfsbereit, freundlich. Das kam vom, also auf Insta folgt ihm alle, Ricardo.Abranches. Und auf Snapchat heißt er Ricardo.283. Edit ihn auf jeden Fall. Dann kam noch eine Frage und zwar, ist Yoda Yui dein bester Freund? Ja, Yoda Yui ist mein bester Freund. Wir treffen uns halt, wenn es geht, also an Wochenenden, wenn ich spielfrei habe und er nicht lernen muss und ich nicht lernen muss, dann treffen wir uns sehr oft. In der Woche geht nicht, er hat oft Langtag, ich habe mal Langtag, dann habe ich Hausaufgaben auf, dann muss ich mal lernen, dann muss er mal lernen und alles kompliziert. Ja, dann kam noch eine Frage und zwar, was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach ist Sport. Kunst mag ich auch sehr gerne. Bio habe ich früher sehr gerne gemocht. Haben wir jetzt leider nicht mehr. Ich glaube, bekommen wir in der 10. wieder. Dann Musik habe ich früher gemocht. Das bekomme ich, glaube ich, auch erst in der 10. wieder. Mathe, wenn ein cooles Thema ist, dann mag ich das auch sehr gerne. Deutsch, wenn ein schönes Thema ist. Also wenn coole oder schöne Themen für einen persönlich sind, da macht der Unterricht eigentlich immer mehr Spaß. Ja, wir haben noch so ein neues Fach dazu bekommen, Informatik. Das mag ich auch sehr gerne. Ja. Ist halt nur doof, dass wir das alle 2 Wochen haben nur. Ja. Wir haben halt die Klasse in 2 Teile geteilt. Das war's auch schon und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Dort kommt ihr zu meinem Gaming-Kanal, dort zum Kanal vom Yoda Yui, dort zu meinem letzten Video und dort könnt ihr mich abonnieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mein letztes Video nochmal anschaut, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!